Herzlich willkommen bei World Changer, dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Wir starten heute gleich in die nächste Folge von der Photovoltaik-Serie. Alfred Mandl wird uns jetzt Vorteile und wichtige Informationen zum Thema Photovoltaik geben. Der große Vorteil von PV-Anlagen ist, dass diese geräuschfrei sind und es zu keiner Lärmbelästigung kommt. Ebenso ist anzumerken, dass es zu keiner Blendwirkung der Module mehr kommt, da die meisten Hersteller bereits ein Antireflexglas verwenden. Auch die Module sind in Schwarz und schwarzen Rahmen erhältlich. Ein weiterer Vorteil der PV-Anlage ist, seine saubere Art Strom zu produzieren. Bei der Produktion von Sonnenstrom auf dem Dach werden nur sehr geringe Emissionen freigesetzt. Die Emissionen, die bei der Produktion einer PV-Anlage freigesetzt werden, machen nur ca. 50 Gramm CO2 pro produzierte Kilowattstunde Solarstrom aus. Einer der größten Vorteile von Photovoltaikanlagen ist, dass man dem Klimawandel entgegenwirkt. Mit anderen Technologien, die erneuerbare Energie nutzbar machen, kann so der CO2-Ausstoß verringert werden. Wichtig dabei zu wissen ist, dass Photovoltaik nicht die Alleinlösung ist. In Kombination mit Wind, Wasser und intelligenten Speichermöglichkeiten kann die Energiewende jedoch geschafft werden. Wie in der letzten Sendung habe ich mir auch heute Thomas Brandhuber, den PV-Spezialisten der Salzburger AG, eingeladen. Thomas, wir haben ja das letzte Mal über PV-Angebote für Private gesprochen. Gibt es auch Photovoltaik-Angebote für Unternehmen und Gewerbe? Ja, für Unternehmen haben wir ein Betreibermodell entwickelt, wo die Salzburger AG in die Anlage investiert. Wir sind der Eigentümer der Anlage und wir machen auch die Betriebsführung und Wartung, Monitoring für die Anlage. Was beinhaltet denn dieses Monitoring bzw. diese Betriebsführung? Bei der Betriebsführung und Monitoring schauen wir regelmäßig auf die Anlage, ob Fehlermeldungen auftauchen. Wir schauen, ob die Vertragswerte stimmen. Und wir machen auch eine jährliche Sichtkontrolle. Sind irgendwelche Schäden an den Modulen, sind Schäden am Wechselrichter, passen die Sicherheitseinrichtungen. Und wir überprüfen die Anlage auch, indem wir sie alle 3 Jahre einer elektrotechnischen Messung unterziehen. Und wie lange sind diese Vertragslaufzeiten? Bei den Vertragslaufzeiten sind wir flexibel. Wir machen das auf 12 Jahren, auf 15 Jahren, auf Kundenwunsch auf 20 oder 25 Jahren. Und was passiert dann mit der Anlage, wenn diese Vertragslaufzeit ausgelaufen ist? Nach Ende der Vertragslaufzeit geht die Anlage in den Kundenbesitz über. Und durch das Monitoring, Wartung und auch die Betriebsführung geht eine bestens gewartete Anlage eben den Kunden ins Kundeneigentum. Wenn der Gewerbekunde oder das Unternehmen jetzt Interesse hat, wie kommt er jetzt zu euch, wie kommt er zu diesem Angebot? Die Kunden können sich natürlich direkt bei uns melden unter photovoltaik@salzburg-ag.at oder viele Gewerbekunden haben ja ihren Key-Account-Betreuer oder Geschäftskundenbetreuer, auch über diese Kanäle kann man natürlich zu uns gelangen dann. Die Salzburger AG hat also viele Angebote zum Thema Photovoltaik, sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden. Ein Hauptthema in der Energieberatung ist neben der Photovoltaik auch die thermische Sanierung und der Heizungstausch. Wir haben den Leiter der Energieberatung Salzburg, Georg Thor, begleitet. Raum, Wärme und Warmwasser verbrauchen die meiste Energie in privaten Haushalten. Entsprechend wichtig ist die Auswahl der richtigen Heiztechnologie bei Neubauten und Sanierungen. Vom Bund und vom Land Salzburg gibt es Förderungen für den Umstieg auf saubere Heizformen, wie beispielsweise eine Wärmepumpe oder eine Pelletsheizung. Ja, also der Wunsch war eigentlich schon sehr lang da, da jetzt ein bisschen CO2-neutral, umweltfreundlich und vielleicht überhaupt einfach was verlässlich Neues da zu installieren. Ja, am Anfang war die Berichte über Pelletsheizung ein bisschen skeptisch, weil es da immer wieder technische Probleme gab und die dürften mittlerweile sehr gut gelöst sein. Also das hat sich ganz toll entwickelt. Und ja, dann kam die Greta Thunberg und haben gesagt, und jetzt müssen wir was tun und dann haben wir das bestellt. Aktuell gibt es 45.000 Ölheizungen in Salzburg. Zur Erreichung der Klima- und Energieziele müssen bis 2030 fast 25.000 Heizungen getauscht werden. Und diesen Tausch kann man sich fördern lassen, dazu allerdings noch etwas später. Ja, in dem Fall, das ist ein Haus in etwa aus den 70er Jahren, ein Altbestand, der aber Schritt für Schritt von der Kundschaft schon thermisch saniert worden ist. Das heißt Vollwärmeschutz, entsprechende Verbesserungen. Entsprechend sieht man hier, dass der alte Kessel massivst überdimensioniert ist, also viel zu groß
für dieses Gebäude. Und die Kundschaft war interessiert und hat sich eben durch die Energieberatung Salzburg unterstützen lassen, auf der Suche nach einer Lösung, diesen Kessel zu tauschen. Und gleichzeitig ist die Idee, eine Photovoltaikanlage zu installieren. Das ist unser alter Öltankraum. Der alte Öltank wird dann abgebaut und es kommt dann ein Pelletsack auf dem Gestell hinein. Und da bleiben dann sogar zum Schluss noch ein paar Quadratmeter Fläche zur Verfügung über. Die alte Ölheizung soll also raus und wenn sie schon soweit sind, gibt es einiges an Förderungen. Einerseits vom Land Salzburg, aber auch vom Bund. Der Kesseltausch wird derzeit sehr hoch gefördert. Im privaten Einfamilienhaus kann man in etwa mit 10.000 Euro zum Beispiel rechnen für den Ersatz dieses Kessels. Und es gibt aber zum Beispiel auch bei der Salzburger Wohnbauförderung ein Modell, je besser insgesamt das Gebäude dann wird, also durch Dämmmaßnahmen und dann auch noch zusätzlich durch die Erzeugung von Strom in dem Fall mit einer Photovoltaikanlage, gibt es zusätzlich Zuschlagspunkte und da kann dann die Förderung bis in etwa 50% der Investitionskosten hinaufgehen. Salzburg steigt also auf saubere Wärme um und bis 2030 sollen rund die Hälfte der Ölheizungen getauscht werden. Das war World Changer, das Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburger AG. Alle Informationen finden Sie wie immer auf unserer Webseite und jetzt neu auch den Livestream von unserer Sendung.